Hallo, ich bin Daniel von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Im heutigen Video geht's um deine Atmung, genauer gesagt um deine Lungen. Vielleicht kennst du das auch, trockener Husten, Atembeschwerden, vielleicht hast du noch eine Lungenerkrankung oder kriegst insgesamt einfach schlecht Luft, leidest unter Asthma oder anderem. Unsere Atmung ist ganz besonders wichtig. Nicht umsonst schreiben wir gerade ein Buch über Atemtechniken und wie deine Atmung und bestimmte Atemtechniken dich unterstützen können in deiner ganzheitlichen Gesundheit. Im heutigen Video geht es allerdings erstmal darum, welche Nährstoffe deine Lungen unterstützen können. Und da ist erstmal ganz groß der Begriff Antioxidantien zu nennen. Wenn du nicht genau weißt, was Antioxidantien sind, klick gerne nochmal hier oben rechts in die Infokarte. Da haben wir auch schon ein spezielles Video zum Thema Antioxidantien aufgenommen. Aber Antioxidantien sind gut, um freie Radikale im Körper einzufangen und zu eliminieren. Freie Radikale können entstehen über Stoffwechselprozesse in deinem Körper, also von innen heraus, können aber auch aufgenommen werden von außen, zum Beispiel Zigarettenrauch, UV-Strahlung oder anderes, was letztendlich an Chemie in unserer Luft sich befindet oder auf den Körper wirkt. Von daher ist Antioxidantien für deine Lungen ganz besonders wichtig, beziehungsweise ein ganz großes Thema, was du beachten darfst. Denn viele Nährstoffe, die ich jetzt nenne, oder Vitamine, die sind wahre Antioxidanten und helfen dir dabei, freie Radikale einzufangen und zu eliminieren und sind deshalb sehr, sehr gut für deine Lungen. Wir beginnen auch gleich mit einem Antioxidant und das ist Vitamin C. Vitamin C ist besonders wichtig, gerade auch für deine Lungen, weil es das Immunsystem stärkt, weil es als Antioxidant fungiert, aber auch, weil es dabei hilft, Eisen aus dem Darm zu resorbieren, also aufnahmefähig zu machen. Und Eisen hilft wiederum, deinem Körper dabei, den roten Blutfarbstoff zu bilden und dadurch mehr Sauerstoff zu transportieren. Das heißt, wenn du viel Vitamin C und viel Eisen hast, dann hilft es dir auch gleichzeitig dabei, mehr Sauerstoff über dein Blut zu transportieren und in der Muskulatur oder im Gewebe zu speichern. Das heißt, du hast einen Mehrwert davon, kannst davon profitieren, dass jede Zelle besser durchblutet, besser Sauerstoff aufnehmen kann und speichern kann. Außerdem gibt es Untersuchungen, die sagen, dass Vitamin C als begleitende Therapie bei COPD, einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, oder auch Asthma helfen kann, dir besser und mehr Luft zu verschaffen und besser durchzuatmen. Ein weiterer Antioxidant ist Vitamin E. Hilft dir dabei, die Gefäße zu reinigen, das heißt auch gerade die Lungengefäße auch weitzustellen und du dadurch natürlich auch mehr Sauerstoff aufnehmen kannst. Deshalb Vitamin E auch ganz besonders wichtig für dich. Weiterlaufend ist es auch interessant, sich Vitamin A anzusehen. Vitamin A ist nicht nur dafür da, um dein Sehen zu verbessern oder auch um Hormone zu bilden, als Beispiel Testosteron, sondern ist auch zuständig für Gewebeaufbau. Das heißt besonders auch, was deine Lungen und Lungenbläschen betrifft, interessant. Denn Vitamin A hilft dir dabei, neue Lungenbläschen aufzubauen, die auch gut funktionstüchtig sind. Wie kannst du also Vitamin A, E und C zuführen? Ich gebe dir ein ganz besonderes Beispiel, nämlich über ein Lebensmittel, die Paprika. Paprika enthält ganz viel Vitamin C, enthält Vitamin A und enthält Vitamin E. Natürlich auch noch B-Vitamine, aber als Lebensmittel ganz interessant, die Paprika täglich vielleicht auch in deine Ernährung mit einzubauen. Und wo wir von diesen drei Antioxidantien sprechen, Vitamin A, C und E, brauchst du insgesamt gar keine Nahrungsergänzung für diese Vitamine. Denn wenn du dich ausgewogen, auch gerade ballaststoffreich ernährst, das heißt Obst und Gemüse auf jeden Fall zu dir nimmst, dann sollten diese Vitamine ausreichend in deiner Ernährung vorkommen, sodass du da auf jeden Fall keine Ergänzung zu brauchst und genügend Vitamine zu dir nimmst. Bedeutet, denk daran, ausgewogen dich zu ernähren. Ein weiterer Nährstoff, der extremst interessant ist, ist Omega-3. Omega-3 ist auch für deine Lungen wirklich elementar wichtig. Nicht nur hilft Omega-3, deine Blutfettwerte zu kontrollieren und zu regulieren. Das ist auch gerade in Richtung Herz besonders interessant, denn es schützt dein Herz, Omega-3, sorgt dafür, dass die Gefäße gereinigt werden, hilft auch die Fließgeschwindigkeit des Blutes zu verbessern.
aber auch senkt die Cholesterinwerte, die Blutfettwerte und damit auch Risikofaktoren für Herzerkrankungen, aber auch andere Erkrankungen. Omega-3 hilft auch dabei, Gelenkschmiere wieder aufzubauen bzw. schützt deine Gelenke, genauso wie es vor Entzündungen feilt oder auch Entzündungsprozesse in deinem Körper reduzieren kann. Gerade wenn du Lungenerkrankungen hast oder trockenen Husten oder anderes, dann hilft Omega-3 wirklich deinem Immunsystem und insgesamt dem System, Entzündung zu regulieren. Omega-3 ist ganz besonders interessant, kannst du natürlich über Öle zu dir nehmen, aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein Schräubchen, welches du über Nahrungsergänzung zu dir nehmen kannst. Das heißt, Omega-3, Omega-3-Fettsäuren, besonders interessant, verlinken wir dir hier unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Als letztes, Vitamin ist Vitamin D zu nennen. Wenn du unseren Kanal kennst, dann weißt du, dass Vitamin D uns sowieso eine Herzensangelegenheit ist. Vitamin D brauchst du für dein Immunsystem, für deine Organe, das heißt gerade Niere und Leber, aber auch natürlich für die Lunge, auch hormonell als Glückshormon, Serotonin oder Dopamin ausschüttend, da hilft Vitamin D dabei und ist natürlich für die Stärkung deiner Knochen zuständig. Aber Vitamin D hat so mannigfaltige Funktionen für deinen Stoffwechsel, dass du auf jeden Fall immer an Vitamin D denken solltest und auch wenn du dein Blut untersuchen lässt, erlaube dir das, auch wenn du vielleicht hinzuzahlen musst, dass du Vitamin D überprüfen lässt. Denn wir sind am Rande eines Mangelgebietes. Alles nördlich von uns sollte sowieso tendenziell immer im Winter auch Vitamin D als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Aber wir erleben es hier in der Praxis, dass wir wirklich dir auch nahelegen, entweder über das Blut das überprüfen zu lassen oder zumindest, ich sag mal, ab September bis März auch Vitamin D zuzuführen. Und Vitamin D hilft dir ganz besonders, was deine Lungen betrifft, natürlich auch wieder, um die Fließgeschwindigkeit zu verbessern, deine Gefäße weitzustellen, aber auch um zu schützen vor Erkrankungen der Lunge und ist durchblutungsfördernd. Das bedeutet auch wieder, wenn die Lunge gut durchblutet ist, kann sie gut funktionieren. Wenn die Lunge gut durchblutet ist, kann wirklich guter Sauerstoff aufgenommen werden. Das sind Dinge, die Vitamin D auf jeden Fall für dich gewährleisten kann in Bezug auf deine Lunge. Weiterlaufend, außer diese genannten Vitamine und Nährstoffe, ist es wichtig, natürlich genügend zu trinken. Denn je mehr du trinkst, also mindestens 2,5 Liter pro Tag, je mehr du trinkst, desto besser zirkuliert das Blut, desto besser kann deine Lunge auch funktionieren, kann Sauerstoff aufnehmen. Genauso wie gerade schon angesprochen, ballaststoffreiche Ernährung mit Antioxidantien deinen Körper versorgen, um diese freien Radikale einzufangen, um deinen Körper widerstandsfähig und funktionstüchtig zu halten. Genauso wie gute Luft. Wenn wir von freien Radikalen von außen sprechen, wie Zigarettenrauch oder anderes, was in unserer Luft schwingt, dann sorge dafür auf jeden Fall, dass du qualitativ gute Luft atmest. Das heißt, denk daran, ausreichend zu lüften oder dich in der Natur, im Wald aufzuhalten. Nicht unbedingt immer nur den Spaziergang an der Straße, an der hauptbefahrenen Verkehrsstraße zu machen, sondern wirklich Bewegung an frischer Luft. Dann wirst du auf jeden Fall merken, wie deine Lungen es dir danken werden. Wenn dir das Video gefallen hat und wir freuen uns darüber, wenn du Kommentare lieferst, schreib gerne Kommentare unten rein, denn wir sind natürlich interessiert, was kannst du schon umsetzen oder was setzt du schon um. Wir verlinken dir auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung eine Möglichkeit, dein Vitamin D von zu Hause aus testen zu lassen und Empfehlung von unserer Seite, was Vitamin D und Omega-3 betrifft. Denn die restlichen, wie schon angesprochen, brauchst du nicht als Nahrungsergänzungsmittel, aber D und Omega-3 auf jeden Fall wichtig. Wir freuen uns auf das nächste Video mit dir. Freuen uns natürlich auch, wenn du Anregungen, Verbesserungen unten in die Kommentare schreibst, genauso wie deine Erfahrungen. Da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Und dann schau gerne auch nochmal auf Instagram vorbei. Knob.niehaus ist dort die Erreichbarkeit von uns. Da kriegst du auch noch mehr Themen zur ganzheitlichen Gesundheit. Von daher folg uns gerne dort auch nochmal. Bis zum nächsten Video.